der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ja, komm, hilf ihm. Oh, komm schon. Willst du das, Ed? Ja, ist schon dabei, Mann. Ja, komm. Denk nicht lange drüber nach. Ich bin da. Voll eingeklappt. Haut ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Zack. Will noch einer was? Oh, Aiden. Aiden. Nein, Alter, oh. Nein, komm. Alter, was? Na, oh, Mann. Woher soll ich wissen, welche Taste ich drücken soll? Du bist jetzt auffällig. Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Oh Mann. Okay, Leute. Es gibt immer einen Weg. Kommt zum Essen. Immer. Es geht immer weiter. Immer. Egal wie tief man gesunken ist. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Rogen. Kanntest du die Kerle? Ja, die sind hier bekannt. Die Kids suchen hier nur nach einfachen Opfern. Sie haben Smartphones mit Kameras und sie reißen wohl mal gern die Schnauze auf. Wollen vor ihren Freunden angeben. Halbstarke. Miese, verschissene Wichser. Einmal war ich dran. Hab mich noch nicht ganz erholt. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Oh, sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf hier Walter. Jimmy taucht auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind.
bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Warum ist er jetzt nicht so ehrlich und sagt einfach, ja, hier komm, ich beweise es euch oder so. Tuesday. Willst du wissen, wie es dem Baby geht? Gib mir deine Hände. Jimmy, es geht ihm wirklich nicht gut. Der Schmerz ist weg. Wie hast du das geschafft? Was machst du? Vertrau mir. Alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Oh, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Stan.
gottverdammtes Wunder. Jody? Danke. Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein, nicht ins Krankenhaus. Oh. Sie nehmen mir mein Baby weg. Oh nein, niemand kriegt mein Baby. Oh. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Oh, mein Baby. Ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch, ganz ruhig. Und halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine. Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja, aber ihr müsst euch verdammt beeilen! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. Die Szene jetzt hier gerade ist so... Jody, komm schon! Ja, wie renne ich denn? Ich weiß nicht, wie ich rennen kann. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben. Und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Toll. Und was will er im Supermarkt? Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Eieieie. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Huch, hallo? Ein Schalter für das Rolltor. Das ist kein Schalter. Ja. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Ah, hier. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Ist doch egal. Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh Scheiße. Scheiße, ein Alarm. Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Fuck, hätte ich mal vorher den Alarm ausgemacht. Habe ich jetzt aber auch nie dran gedacht. Ich habe so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen.
eine sogenannte Brückengeburt, wenn wir jetzt endlich... Das klingt ein bisschen falsch, wenn ich das so sage. Eine Geburt unter der Brücke. Rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber... Ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Ich kann das nicht. Hallo? Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Eieieiei. Oh, verflucht, ich mach doch. Ich ahne auch nichts Gutes. Und der Doktor, was ist es? Ein Arschloch. Entschuldigung. Ist bald vorbei. Okay, ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt pressen. Sie ist da, Tuesday. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Oh Gott, wow, es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe.
Scheiße, Mann! Sie ist gottverdammt unglaublich! Hey, hör auf zu fluchen, Walter! Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin.